Ein knackiges High-Five in die Runde, mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute spielen wir die Derflinger Stufe 4 der neuen deutschen Schlachtkreuzer. Und was soll ich sagen? Ja, ich mag sie ganz gerne. Das ist aber allerdings das einzige Schiff von der neuen Stufe, die ich wirklich eher auf Genauigkeit spielen würde und eben nicht auf ein reinrassiges Secondary-Build. Ich habe beides vorbereitet, ich habe ein Secondary-Build-Video vorbereitet und gestern haben wir ja nochmal im Stream sie mal komplett auf Genauigkeit getestet und da habe ich die Runde auch mit aufgenommen, dass ihr einfach mal beides seht. Wie gesagt, bei der Deathlinger, da kann man wirklich beides fahren. Ich finde da die Secondary nicht ganz so geil wie bei den anderen. Bei den anderen sage ich euch klipp und klar, da würde ich nicht auf Genauigkeit und Schaden gehen, weil ihr werdet sonst ganz schnell rausbrennen. Gut, würde ich erstmal sagen, kommen wir zum geschichtlichen Teil dieses wirklich wunderschönen Schiffs. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Linienführung von dem Schiff gefällt mir einfach unfassbar gut. Der Stapellauf war am 14. März 1913 und die Dienststellung am 1. September 1914. Sie war 210 Meter lang, 29 Meter breit und hatte eine Gesamtverdrängung von 31.200 Tonnen. Die Derflinger gehört zur gleichnamigen Klasse, davon wurden drei Stück gebaut. Sie würde heute als Schlachtkreuzer bezeichnet werden, damals wurde sie allerdings als großer Kreuzer gekennzeichnet. Kommen wir mal zu ihrer Einsatzgeschichte. Die Derflinger hatte ihren ersten Einsatz am 16. Dezember 1914 beim Angriff auf die britische Küste bei Scarborough und Whitby. Am 31. Mai 1916 nahm die Derflinger an der Skagerrak-Schlacht teil. Dort trug sie zur Versenkung der britischen Schlachtkreuzer HMS Queen Mary und HMS Invincible bei. Musste aber im Gefecht selbst 17 schwere Treffer hinnehmen. Während der Schlacht musste das Schiff einmal völlig stoppen, um die Torpedoschutznetze zu klarieren, die in die Schrauben zu geraten drohten. Daher, hier Freunde, seht ihr halt auch diese, wie soll ich sagen, ja, diese Striche hier an der Seite. Ne, da wurden halt diese Torpedonetze drangebaut, damit die Schiffe halt vor Torpedos geschützt waren. Und wie ihr gerade gehört habt, war das sehr kontraproduktiv, weil die Gefahr einfach bestand, dass diese Netze nach hinten gezogen wurden und sich in die Schrauben verfangen hatten. Vier der schweren Geschütze wurden unbrauchbar, weil beide Achter Doppeltürme C und D nach einem Volltreffer ausbrannten, also die zwei hier hinten. Berühmt wurde das Schiff vor allem durch die sogenannte Todesfahrt der deutschen Schlachtkreuzer, als nach der zweiten Gefechtskehrtwendung unter Führung ihres Kapitäns die verbliebenen deutschen Schlachtkreuzer in Ausführung von Vizeadmiral Scheers Befehl, Zitat, Schlachtkreuzer ran an den Feind, voll einsetzen, trotz schweren Treffer zuerst direkt und dann schräg auf die Spitze der britischen Schlachtlinien zusteuerten, um die dritte Gefechtskehrtwendung des deutschen Gros zu erleichtern, das sich so vom Gegner wieder lösen wollte. Die britischen Seeleute gaben ihr infolge dieser Episode den Spitznamen Iron Dog, in der Vorstellung einer Bulldogge, die sich an ihrem Gegner festbeißt. Schwer beschädigt erreichte die Derflinger trotz Einbruchs von ca. 3000 Tonnen Wasser aus eigener Kraft Wilhelmshaven. In Kiel erfolgte bis zum November 1916 die erfolgreichen Reparaturen. Dabei wurden die eher störenden Torpedoschutznetze entfernt, der vordere dünnere Rohrmast bzw. Röhrenmast als Achtermast wieder verwendet und von einer neuen Dreibeinmast eingesetzt bzw. hier vorne einen neuen Dreibeinmast eingesetzt. Bis zum Kriegsende nahmen die Derflinger an keinen wesentlichen Einsätzen mehr teil. Beim letzten Flottenvorstoß im April 1918 war sie dabei. Nach dem Krieg wurde sie wie die anderen deutschen Schiffe nach Scarborough gebracht, wo sie sich selbst versenkte. Hier mal ein Bild vom Schwesterschiff, was gerade auf dem Weg nach Scarborough ist. Im November 1939 wurde sie gehoben und sollte abgefragt werden. Dies wurde allerdings wegen dem Zweiten Weltkrieg erst 1948 durchgeführt. Ja, das war die Geschichte von der Derflinger und ihr seht schon, ich habe euch ja eben jetzt mal ein Bild von dem Schwesterschiff gezeigt und von der modernisierten Variante. Also hier im Spiel haben wir die alte Variante und der vordere Mast wurde halt hinten drauf gebaut und vorne hat sie dann ein Dreibeinmast, so wie unsere Prinzeitel Friedrich und Mackensen bekommen. Ne? Wir schauen es uns mal an, ne? Die Mackensen hat es auch schon, also diesen Dreibeinmast hatte sie dann zum späteren Zeitpunkt auch. Gut, schauen wir uns mal an, wie ich mein Schiff geskillt habe. Hier, wie gesagt, habe ich es ja aktuell noch auf dem Secondary-Build. Wenn ihr das nicht wollt, dann würde ich hier das Zielsystem Mod 1 einbauen, sonst hier Secondary-Batterie Mod 2. Und die anderen drei Sachen, die baut man so oder so ein. Zielauswahlsystem Typ 5 Mod 2, dann Rumpf B und die 305mm 50 SKC. Gut, kommen wir zur Ausrüstung. Wir haben hier das erste Mal bei den Deutschen ein begrenztes Schadensbegrenzungsteam. Ich weiß, viele von euch mögen es überhaupt nicht. Deswegen würde ich euch eigentlich im Großen und Ganzen auch immer davon abraten, voll auf Genauigkeit und Schaden zu gehen.
Weil ihr habt ja dann den Nachteil, dass ihr nochmal 15% höhere Brandwahrscheinlichkeit auf dem Schiff habt. Und damit werdet ihr einfach sehr, sehr schnell rausbrennen. Und ja, euer Schadensbegrenzungsteam wird ganz, ganz schnell weg sein. Hierzu gibt es aber eine kleine Info von Wargaming. Das hat Wargaming uns auch schon bestätigt. Und es ist auch schon in Arbeit. Wir werden bei den deutschen Kapitänen, so wie bei den russischen Kapitänen, die Perks bekommen, dass man das hier noch erhöhen kann. Ich verstehe einfach nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ohne dass ich jetzt wieder meckern möchte, warum Wargaming das nicht gleich direkt auch mit reingebracht hat. Ja, finde ich ein bisschen sehr benachteiligend. Welche Kapitäne das bekommen werden, kann ich euch leider nicht sagen, das ist noch nicht bekannt. Ich gehe allerdings davon aus, dass es wirklich nur die Standardkapitäne haben, also Hipper und Siliax. Ja, dann habe ich hier 5-mal Reparaturmannschaft, das ist natürlich meinem Kapitän verschuldet. Und ich habe natürlich hier die verbesserte Secondary-Genauigkeit mit dabei. Kommen wir zu den Werten. Überleben haben 55 Punkte, 47.600 Trefferpunkte. Ja, die deutschen Schlachtkreuzer haben nicht sonderlich viel TP. Panzerung 13 bis 300 mm und eine Torpedoschadensverringerung von 22%. Artillerie haben wir hier 4x2, 305 mm, Feuerreichweite 14,6 km, Nachladezeit 26 Sekunden, Dauer von 80 Grad Kehre 45 Sekunden, Sprenggranatenhöchschaden 3500, eine Brandwahrscheinlichkeit von 23% und AP-Granatenhöchschaden 8505. Secondary, das ist eigentlich immer so ganz interessant bei, bei der neuen Linie. Wir haben hier 8x1, 88 mm, 7,9 km, das ist für ein T4-Schiff gar nicht verkehrt. Nachladezeit 4 Sekunden, Sprenggranatenhöchschaden 1000, Brandwahrscheinlichkeit 4%. Ja, 12x1, 150 mm, 7,9 km Reichweite, 8,6 Sekunden Nachladezeit, 1800 Höchstschaden mit den Sprenggranaten und eine Brandwahrscheinlichkeit von 10%. Also ihr seht, die Brandwahrscheinlichkeiten sind wirklich nicht verkehrt. Flugabwehr, das ist natürlich hier großes, großes Manko. Das haben die deutschen Schlachtkreuzer allesamt recht wenig. Also ja, ihr müsst halt wirklich aufpassen, wenn ein CV euch anfliegt, dass ihr da wirklich in der Gruppe bleibt. Generell würde ich euch echt empfehlen, die Schiffe doch wirklich sehr teamorientiert zu spielen. Gerade in der Division können sie halt wirklich unfassbar Spaß machen. Alleine wirklich gucken, wie sich das Team verhält. Alleine pushen, das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Es kann natürlich aber auch funktionieren. Manövrierfähigkeit haben wir hier 35 Punkte, Höchstgeschwindigkeit 26,5 Knoten, das ist so in Ordnung. Wendekreisradius 740 Meter. Ja, Ruderstellzeiten, das ist halt auch so eine Sache bei denen, das mir überhaupt nicht gefällt. 13,3 Sekunden und Tarnwert haben wir hier nochmal 12,3 Kilometer Erkennbarkeit zum Wasser, 10,3 Kilometer Erkennbarkeit zur Luft und eine garantierte Erkennbarkeit von 2 Kilometer. Schauen wir uns mal das Panzer-Layout an und ihr seht schon, wir haben einen recht weichen Bug. Allerdings ist bei der Deathlinger nochmal der Vorteil. Sie hat hier den Eisbrecher und der ist ziemlich weit hochgezogen, dass man wirklich hier unten eine gute Panzerung hat. Das wird leider nach hinten raus Richtung Zieten immer mehr abschwächen. Also ihr solltet mit den Teilen definitiv nicht Boat-Tanken und ihr solltet mit den Teilen definitiv nicht auf Reichweite spielen. Das zeigt euch hier schon die Deckpanzerung an. Wir haben eine verdammt dünne Deckpanzerung. Das ist aber auch klar für Schlachtkreuzer. Schlachtkreuzer haben eben nicht diese Panzerung wie Schlachtschiffe. Also spielt ihr sie wirklich auf Reichweite, wird euch das Steilfeuer komplett auseinanderroppen, weil das Deck wird durchschlagen und ihr werdet einfach sehen, ne, ihr seht, unter dem weichen Deck liegt halt direkt die Zitadelle und das tut dann wirklich weh. Also gerade hier hinten haben wir eine recht weiche Zitadelle, unter den Türmen ist sie nochmal ganz gut gepanzert, aber ihr seht, ja, wo haben wir das? Nee, das nicht, das auch nicht, ah, das auch nicht. Das hier. Ne, also ihr seht, trotzdem ist die Zitadelle direkt unter dem weichen Deck und die kann wirklich gut penetriert werden. Deswegen fahrt mit den Dingern in den Nahkampf. Ihr müsst halt, wie gesagt, immer so ein bisschen schauen, ob ihr reinpushen könnt. Ihr solltet nicht gleich einfach von Anfang an YOLO reinfahren. Das wird meistens nach hinten losgehen. Aber wenn ihr die Möglichkeiten habt, solltet ihr das ausschöpfen und ihr werdet mit den Dingern wirklich Spaß haben. Für die Leute, die sowas überhaupt nicht mögen, die werden mit der ganzen neuen Linie einfach nicht viel Spaß haben. Das kann ich euch wirklich sagen. Ja, gucken wir uns nochmal schnell die Bugpanzerung an. Wir haben oben und unten 19 mm. Das ist wirklich gar nichts. Und wie gesagt, der Eisbrecher liegt hier bei 100 bis 120 mm. Also bei der Deathlinger geht das wirklich, wirklich gut. Bei den anderen nach hinten raus wird es dann immer, immer weicher. Gut, kommen wir zur Übersicht. Secondary Reichweite, überdurchschnittliche Reichweite der Secondary. Das stimmt. Man könnte hier eigentlich noch dazu schreiben, dass sie halt auch wirklich ziemlich genau sind. Also die Secondary, wir haben es gestern getestet. Dann bei den Siebenern zum Beispiel Zieten und Bismarck. Die Zieten hat eine deutlich genauere Secondary gegenüber der Bismarck. Und das hätte man eigentlich noch da reinschreiben können als positiven Aspekt. Ja, und als neutralen Aspekt haben wir hier Reparaturen auf Abruf. Das Schadensbegrenzungsteam lädt schneller nach, hat aber begrenzte Ladung. Das stimmt. Wie gesagt, das begrenzte Schadensbegrenzungsteam hat den Vorteil, dass ihr es deutlich wieder früher
haben könnt. Allerdings, wie gesagt, nur 3 Stück an der Anzahl. Und ihr solltet wirklich immer darauf achten, wann ihr es wirklich benutzt. Also da solltet ihr wirklich mitdenken. Nicht immer auch direkt gleich einen Doppelbrand löschen, sondern drauf achten, bin ich hier noch permanent im Fokusfeuer, habe ich noch genügend TP und dann eventuell, ne, wenn das Fokusfeuer nicht mehr da ist, dann eventuell erst löschen. Gut, schauen wir uns nochmal den Kapitän an. Das ist Otto Siliax, den ich hier drauf habe. Ich habe hier als Inspiration Haruna und Franz von Hipper. Wenn ihr die Scharnhorst Lady habt, könnt ihr natürlich genau das gleiche Bild fahren. Da habt ihr halt den Vorteil, dass die Basisfähigkeit Steuerung der Hauptbatterie nochmal vermindert wird. Also das ist natürlich auch gut. Ich habe mich da mal gegen entschieden, weil immer wieder viele sagten, ey Adler, kannst du nicht die mal mit den Standardkapitänen spielen, weil die Scharnhorst Lady ist halt auch wirklich immer nur begrenzt verfügbar. Deswegen habe ich mich hier für den Siliax entschieden, würde euch aber empfehlen, wenn ihr die Scharnhorst Lady habt, nehmt die Scharnhorst Lady. Und ja, ganz normales Skillung. Ich habe hier arbeitsreichen Tag, ne, um die Ladezeit vom Schadensbegrenzungsteam zu verringern. Dann habe ich hier Stachelschwein, um die Reichweite der Sekundärbatterie nochmal zu erhöhen, Granatgruppierung der Sekundärbatterie zu verbessern und die Streuung der Sekundärbatterie zu verbessern. Dann habe ich Feuerwehrmann, Nachladezeit, Schadensbegrenzungsteam minus 15%, Risiko eines Brandes minus 15%, Wirkungsdauer leider auch nochmal minus 40%. Dann haben wir hier nochmal Mechanikermeister, Nachladezeit der Reparaturmannschaften minus 10%, Menge der wiederhergestellten TP plus 10% und nochmal 2 Reparaturmannschaften dazu. Und zum Schluss habe ich natürlich Wille zum Wiederaufbau. Wenn ihr sagt, wie gesagt, bei der Deflinger kann man halt auch wirklich ein Genauigkeitsbild fahren, bei der geht das wirklich ganz gut, dann würde ich euch natürlich den Hyde empfehlen. Wenn ihr den nicht habt, dann natürlich Franz von Hipper. Wir haben es in der Runde mit dem Hyde gespielt gehabt und dann zeige ich euch hier nochmal, wie ich den geskillt habe. Ich habe hier Inspiration Scharnhorst Lady und Andrew Cunningham, also komplett auf Genauigkeit. Dann hier flambierter Kanonier, wie gesagt, habt ihr halt das Risiko plus 13% eines Brandes und das ist bei den neuen deutschen Schiffen wirklich ein riesen Risiko, was ihr da eingeht. Also das würde ich im Großen und Ganzen nicht machen, vielleicht hier dann doch eher den arbeitsreichen Tag nehmen. Wir haben jetzt hier halt aber dann eine bessere Reichweite und nochmal eine bessere Granatgruppierung. Dann hier rotierender Bohrer, Drehgeschwindigkeit der Geschütze, des Schlachtschiffs plus 1,5 Grad pro Sekunde, AP-Schaden der Schlachtschiff, Hauptgeschütz plus 10%, allerdings minus 10% Geschwindigkeit. Dann hier Treffsicherheit, Steuerung der Hauptbatterie plus 10%, minus 10%, Entschuldigung, Ruderstellzeit plus 5% und zum Schluss hier nochmal Mechanikermeister, damit wir halt auch nochmal die 2 Heals haben. Ja, Hyde hat halt leider keinen Wille zum Wiederaufbau, da habe ich mich dann hier für Feuer mit Feuer bekämpfen entschieden. Weil ganz ehrlich, die Schiffe streuen von Haus aus ziemlich stark, da würde ich keinen Scherenlauf nehmen, weil dann trefft ihr überhaupt nichts mehr. Also das ist wirklich Fakt. Ja, Freunde, das war dann der Infoteil von der Derflinger und dann würde ich sagen, sehen wir uns in den 2 Gefechten gleich wieder. Bis gleich! So, Freunde, willkommen auf der Derflinger im ersten Gefecht. Wir sind hier Salomonenherrschaft unterwegs. Begleitet werden wir von Blitzi in seiner Gremiacci. Wir haben eine Komsomolis, 2 Derflinger, eine Corbeane Omaha, eine Karlsruhe, 2 Kumas und eine Kester im Gegnerteam. Ich würde sagen, wir hauen hier auch gleich direkt die Werbung raus. Wieder mit Holy Ice Tea. Das ist einfach nur geil, das Zeug. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist richtig geil. Sehr fruchtig, nicht zu süß, kein Zucker, kein Koffein. Also ihr macht da wirklich nichts falsch und es schmeckt wirklich hervorragend. Nehmt die Codes, dann könnt ihr ein bisschen was sparen. Ja, erstes Gefecht mit der Derflinger. Wir sind hier komplett auf Secondary Build ausgelegt. Zweite Runde werden wir natürlich dann auf komplett Präzisionsbild gehen, damit ihr mal so ein bisschen die Unterschiede seht. Ja, die Secondary hat mich von der Derflinger nicht so ganz überzeugt. Die hat mich wirklich nicht ganz so überzeugt, weil die streut ein bisschen arg. Also das ist bei den Abmarkensen, ist das alles wirklich ein bisschen besser. Was heißt ein bisschen? Es ist deutlich besser. So rum. Ja, Salomon finde ich eine geile Karte. Ne? Also das ist eine Karte, die würde ich mir auf Hyde hier mal wünschen. Ich glaube, die auf Hyde hier auch mit den Spawns so, ich glaube, das würde richtig geil werden. So, da haben wir schon eine feindliche Omaha. Mal gucken, ob wir der eine drücken können. Streuung ist okay, also da können wir uns jetzt nicht so beklagen. Ja, sie streuen halt klar weit auseinander, aber es ist ein deutsches Schiff, Freunde. Ne? Damit müssen wir halt einfach leben. Ja, 851 Schaden. Die Omaha hat uns da wahrscheinlich einfach nur ausgelacht. So, komm. Lad nach, Baby. 4, 3, 2... Oh, die fährt schon breit. Komm, jetzt müssen wir hier aber meine drücken. Ah, die vorderen sahen wieder gut aus. Hinten sah wieder sehr bescheiden aus. Jawohl, vernichtender Schlag. Erstes Blut. Weg damit. Hasta la vista. Der Flinger ist on Tour. So, da haben wir eine Karlsruhe. Wie jetzt Zucker sagen würde, weil bei ihm ist es ja auch eine Kohlberg. Komm, lad nach, my baby. Lad nach.
ja, auf, wenn ihr High-Tier seid unter Deathling, also da kann sie sich wirklich unfassbar gut behaupten. Wenn sie Low-Tier ist, kann sie sich auch gut behaupten, aber da hat sie es natürlich deutlich, deutlich schwerer. So, wir sind jetzt hier mal auf die feindlichen Deathlinger gegangen. Nehmen jetzt hier das Cap ein. So, Karlsruhe, da geht schon die Secondary drauf. Haben wir natürlich jetzt hier auch gleich gefokust. Und ihr seht jetzt, die Secondary macht Schaden, wenn sie trifft, aber sie ist doch recht streufreudig gegenüber den anderen. Deswegen muss ich sagen, ja, die Secondary hat mich, wie gesagt, von der Derflinger jetzt nicht so überzeugt. So, komm, lad nach. Karlsruhe versucht hier abzuhauen. Ah, leider nur 3 Overpants. Ja, die andere Seite schießt natürlich auch als drauf. Also die Secondaries sind geil. Ne, die Secondaries sind geil, aber bei der Deathlinger, wie gesagt, da kann man halt auch wirklich mit den ganz gut arbeiten. Also da kann man wirklich auch ein Genauigkeitsbild fahren. Das geht mit ihr auch hervorragend. Weil ich finde, bei der Deathlinger ist die Streuung noch nicht so enorm. Kommen wir jetzt raus mit dem Ding. Och nö, schade, die Kuma hat es rausgenommen. Das war ärgerlich. Das war jetzt wirklich sehr, sehr ärgerlich. Mal gucken, ob wir die Derflinger eventuell noch rausnehmen können. Komm, Secondary, hol sie dir. Nein, da kommen die Granaten. Ach, ärgerlich. Schade, schade, schade. Sind hier allerdings schon bei 44.605 Schaden. Also ihr seht's, ne? Das Ding räumt auf. Wir fahren hier einfach voll nach vorne rein. Ja, da ist eine feindliche Kuma, die aber AFK ist. So, 3.658 Schaden. So, ihr seht's, ne? Die Flugzeuge fliegen lang und unsere Flak. Hört mal ganz genau hin. Ja, das klingt wie, keine Ahnung, wie eine Fehlzündung bei so einem Trabi. Also das ist nichts, was man wirklich gefährlich nennen könnte. So, ich habe mir gedacht gehabt, komm, die Kuma ist eh AFK, das soll die Secondary regeln. Wir gehen hier auf die Komsomoles. Ein furchtbarer Name. Furchtbarer Name, so rum. Und ihr seht's, ne? Die Kuma bewegt sich gar nicht. Und es geht halt viel daneben. Also das habt ihr ab Mackensen wirklich nicht mehr. Da ist die deutlich präziser, die Secondary. Das sind die Secondaries richtig gefährlich. Also ich freue mich schon, wenn ich euch mein Prinz Heinrich Video zeigen kann. Da seht ihr wirklich mal, wie die Secondary abgeht. Da habe ich mit der Secondary, Freunde, mit der Secondary 15 Brände gelegt. Das ist wirklich geil. So, zieht da auf der Komsomoles. Ja, also da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, ne, bei der Deathlinger, was die Secondary angeht. Ja, da fliegt uns jetzt der CV an. Ist natürlich logisch, ne, wir sind keine große Bedrohung für den Sinne Flugzeuge. Ah, schade, leider hinten einer reingegangen, dass wir einen Wassereinbruch gekriegt haben. Wir müssen jetzt wirklich schnellstmöglich die Komsomoles rauskriegen, weil wenn die uns nochmal einen Wassereinbruch drückt, dann müssen wir natürlich auch wieder ganz schnell. So, Kuma brennt. Jawohl, Nahkampfexperte. Kuma ist raus. Perfekt. Also ich muss sagen, wenn wir jetzt mal zum Beispiel den Nassau nehmen, weil das ja so das gleiche Zeitalter ist, aber die Nassau hat doch eine deutlich geilere Secondary. Jawohl, nochmal 4.200 Schaden auf die Komsomoles. Da kommt er wieder mit seinen Torpedos. Nee, er kommt doch mit den Bombern. Das sind nur die Flugzeuge, die zurückfliegen. Weil wir holen ja im Großen und Ganzen nichts runter, ne? Also, oh, wir haben jetzt mal ein Flugzeug runtergeholt, insgesamt 3 Stück. Also, ihr seht's, ne? Das bringt gar nichts. Ah, schade, wieder geklaut. Die Svetlana, ne? Die hat mir echt einige Kills geklaut. Sehr schade. Immer so kurz vor knapp, ne? Also, da hätten wir wahrscheinlich jetzt schon einen Kraken gehabt. Na klar, ne? Karlsruhe. Dann, wie heißt sie? Die feindliche Derflinger. Und die Kosmololis, oder wie sie auch heißt. Ja, dann hätten wir uns einen Kraken schon gehabt. Sehr ärgerlich. So, jetzt müssen wir natürlich auf die andere Seite fahren. Gehen ja auch schon mal auf die feindliche Derflinger. Die hat noch sehr viel Leben. Das freut mich natürlich. Und ihr seht, also die Streuung war jetzt wirklich... Also, das ist keine Streuung, das ist wirklich ein Zustand. Das ist eine Beleidigung. Anzeige geht raus. Ah, da hat es einen Blitz zerrissen. Schade. Da hat der Blitz jeden Top vor Gott. So, komm schon. Geben wir hier nochmal auf die Derflinger. Ah, leider nur Praller. Und die zweite Streuung sieht ja auch wieder sehr bescheiden aus. Aber trotzdem haben wir da jeweils 2.800 Schaden gemacht. Also da können wir uns nicht beklagen. Wir heilen uns jetzt hier auch nochmal. Die Derflinger ist ja auf dem Weg zu uns. Wir bremsen mal ab, dass wir auch nochmal auf sie wirken können.
Ah, sie dreht ab. Das heißt, wir müssen noch wieder Gas geben. Und werden sie dann hier hinter der Insel dann direkt abfangen. Also ab nach vorne. Oh, unsere Wacky hat es auch zerrissen. Ja, aber wir haben jetzt hier nochmal die Orchester erwischt. Haben jetzt hier auch Großkaliber. Komm, vorwärts, der Flinger, vorwärts. Wir wollen den Leuten zeigen, wie viel Spaß ich mit dem Ding habe. Unsere Kuma hat es auch zerrissen. Also langsam holen sie auf, ne? Langsam holen sie auf. Gut, wir haben halt noch sehr viel Leben, also das sollten wir eigentlich definitiv gewinnen. Okay, unsere Maha ist auch weg. Und schon ist es nur noch ein 3 gegen 3. Gut, der Flinger hat auch noch viel Leben, ne? Also wir sind fast gleich auf. Wir haben vielleicht ja so einen halben Balken mehr. So, Secondary habe ich schon mal gleich draufgeschickt. So, komm her, der Flinger, komm her. Es gibt hier nur eine Ware, der Flinger, und das sind wir. Zack, 14.027 Schaden. Das hat er uns nicht gedrückt. Secondary ist am Start. Die schießt. Wir haben auch das Secondary-Modul aktiviert. Unser CV geht da auch nochmal drauf. Gut, wir haben noch ein CV. Das ist halt auch nochmal eine große Stütze. Wenn er natürlich trifft. So, komm schon. So, gehen nochmal drauf. Zack, nochmal ungefähr 5000 Schaden gemacht. Da ist noch die Kuber, die auf uns schießt. Sind jetzt hier bei 101.000 Schaden, 102.000 Schaden. Dachte ich mir, komm, nimmst du erstmal die Kuber raus. Nicht, dass jetzt hier die Svetlana meint, mir wieder einen Kill klauen zu müssen. Soll die Secondary sich um die Derflinger kümmern? Komm nach, Baby. Ah, diesmal sah die Streuung auch ganz okay aus. Das sollte es reichen. Natürlich reicht es nicht. Ärgerlich. Ah, aber die Svetlana hat es, glaube ich, nicht gesehen. Oder die Svetlana sagt sich, komm, ne, macht er die Kuber raus, dann mache ich die Derflinger raus. Ah, Orchester leider wieder zugegangen. Ich wollte gerne nochmal auf die Orchester gehen. Jawohl, Derflinger raus, Derflinger, Kuber raus. So, wir drehen hier nochmal ein. Ja, und da geht sie leider raus. Gut, ich hätte auch nochmal schießen können. Vielleicht hätte es gereicht. Aber ich dachte mir so, komm, egal. 113.552 Schaden haben wir auf der Uhr. Jetzt ist nur die Orchester da. Da ist sie. Gehen wir auch nochmal drauf. Ja, lassen sie leider stehen. Ja, das werdet ihr leider immer wieder sehen. Dadurch, dass die Streuung immer wieder sehr bescheiden bei den Schiffen ist, macht die halt auch immer wieder Kleckerschaden und da lasst ihr halt auch wirklich immer mal wieder so Reste stehen. Das ist halt schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, schon nervig, aber trotzdem, mir machen die Schiffe unfassbar viel Spaß. So, da kommen noch die Torps. Unser CV ist auch nochmal am Start mit seinem Torpedos, oder wie würden das die Hip-Hopper sagen, am Stizzle-Wizzle. Ja, unser CV hat sich da in der letzten Ecke verkrümelt, anstatt mal sein CV da nach vorne zu ziehen, da es eh nur noch ein Schiff ist. Ne, dann hätte er halt auch nicht so lange Anflugszeiten. Gerade auf T3 sind die Flugzeuge halt wirklich, keine Ahnung, so schnell wie ein Trabi. Na komm. Ich bin auf jeden Fall gespottet. Das heißt, sie ist aus ihrem Nebel auch rausgefahren. Gut, das ist ein Orchester, ne? Die Briten haben ja eh nur den kurzen Nebel. Das heißt, wir müssen nur drauf warten. Da ist er. Wir müssen nur drauf warten, dass sie aufgeht. Mal gucken, ob wir sie treffen. Jawohl, und die Orchester noch rausgenommen. Schade, 4 Kills. Krake wäre auf jeden Fall drinne gewesen. Haben wir leider nicht gekriegt. Aber trotzdem eine richtig geile Runde, Freunde. 114.868 Schaden. Nahkampfexperte, Unterstützer. Erstes Blut, vernichtender Schlag, Großkaliber. Platz 1 mit 2092 Basis-EP und 236.932 Credits plus gefahren. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns im zweiten Gefecht gleich wieder. Bis gleich. So, Freunde, willkommen im zweiten Gefecht. Wir haben eine Ranger, Mexico, Green Elizabeth, Ismael, Deflinger, Vibirus, Leander, Marblehead, Farragut. Begleitet werde ich von Luca und Train Leader. Ich muss das jetzt mal schnell sagen, weil ich das leider nicht lange gezeigt habe. Es ist halt die Runde aus dem Stream. Wie ich sagte, das ist jetzt ein Genauigkeitsbild mit dem Hipper. Nee, Quatsch, nicht Hipper, Hyde. Und wir wollen mal schauen,
ob wir da jetzt große Unterschiede an der Genauigkeit von der Hauptbatterie erkennen können. Wie gesagt, der Flinger ist so der einzige Schlagkreuzer, wo ich sagen würde, da kann man das wirklich fahren. Aber ihr habt es ja im ersten Video gesehen, auch mit dem Secondary Build geht das gut ab. Vorteil ist natürlich, dass wir dann noch Wille zum Wiederaufbau haben beim Siliax. Das haben wir jetzt beim Hyde nicht. Wenn ihr Hipper nehmt, werdet ihr auf keine 5 Heals kommen. Das muss man halt fairerweise auch dazu sagen. Ja, dann fahren wir jetzt hier erstmal Richtung B. Wir sind natürlich jetzt langsamer. Wir sind jetzt noch träger. Also das hat alles so seine Nachteile. Wie gesagt, bei der Deathlinger, da kann man das wirklich machen. Da ist das nicht ganz so gravierend. Bei den anderen merkt man dann halt schon die großen Unterschiede. Und ich habe hier noch den flambierten Kanonier drauf. Das muss ich auch fairerweise dazu sagen. Wenn ihr das wirklich machen wollt, lasst den flambierten Kanonier raus. Es ist wirklich eure Achillesferse. Und ihr macht die Achillesferse wirklich zur, keine Ahnung, zum Achilleskörper. Wenn ihr wisst, was ich meine. Vorteil ist natürlich, wir haben jetzt eine riesen Reichweite. Wir haben jetzt wirklich eine deutlich größere Reichweite. Ihr seht, wir können jetzt hier schon fast auf die Schiffe wirken. Das ist natürlich mit dem Secondary Build nicht möglich. Das muss man auch dazu sagen. Alle Kräfte, diesen Bereich so erobern. Wir haben natürlich jetzt hier gleich erstmal B angepinkt, weil ich Angst hatte, dass unser Kreuzer da meint, nee, ich fahre rüber Richtung C. So, komm schon. Ja, fahr gut auf 12 Kilometer. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Und schießen wollte ich noch nicht. Aus dem einfachen Grund, wir fahren jetzt hier permanent breit. Na, jetzt sind wir gespottet. Jetzt ist es egal. Ne? Aber ich wollte einfach anfangs noch nicht schießen. Und ja, man sieht schon einen Unterschied. Ne? Also, die Granaten fliegen nicht gleich am Anfang so dermaßen raus. Und wir drücken da der Fahrer gut ordentlich einen auf den Kessel. Also, das ist schon geil. Also, gerade bei der Derflinger merkt man halt wirklich doch auch einen positiven Aspekt. So, da wollte ich nochmal gucken, was es für ein CV ist, weil ich Angst hatte, es könnte eventuell eine Weser sein. Weil eine Weser hätte uns natürlich hier eine Zita nach der anderen drücken können. So, da ist die Vibirus. Die dreht gerade so schön. Sau, ein geiles Schiff, die fahre ich auch unheimlich gerne, die Vibirus. Viribus, so, Viribus. Ah, zack, 5000 Schaden gedrückt. Ah, Gott sei Dank. Also, die Ranger fliegt uns nicht an. Obwohl wir hier viel Zündung der Flak haben. Ah, das ist noch die Mexiko. Komm, lad nach, Baby, lad nach. Ah, die Steuerung war jetzt nicht ganz so geil. Ja, das hat man auch gleich im Schadensoutput gemerkt. Ja, wir fahren jetzt halt wirklich langsam hinterher. Ne? Also wir fahren jetzt hier unsere 22 Knoten. Was machen wir normalerweise? 26 oder 28 Knoten? Ja, Luca hat sich da mal wieder rausnehmen lassen. Man kennt es nicht anders. Ah, jetzt kommen die zwei. Jetzt kommen die zwei. Aber ihr seht schon den Riesenunterschied. Ne? Also wenn man überlegt, dass wir in der ersten Runde wirklich immer von Haus aus eine ziemlich krasse Streuung hatten. Also gerade wenn die Granaten auch schon, beziehungsweise auch die Granatengruppierung selbst war einfach nicht gut. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Also wer wirklich nur mit den Hauptgeschützen arbeiten möchte und die Stärken der Schiffe weglassen möchte und sagt, nee, Secondary ist einfach nicht meins. Ich kann das einfach nicht mit diesem direkt in den Nahkampf. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist, Freunde. Das soll auch überhaupt kein Vorwurf sein, ne? Also, aber es gibt halt wirklich Leute, die sagen, das ist einfach nicht meins. Das geht einfach nicht. Ne? Also ich bin da völlig überfordert. Das ist mir einfach dann alles zu anstrengend. Und da mache ich viel zu viele und viel zu schnelle Fehler. Ja, das passiert einfach im Nahkampf. Das geht schneller, als man denkt. Wie es ja gestern schon im Stream gesagt hat, das ist halt wirklich so eine Alles-oder-nichts-Taktik. Entweder man hat übelsten Erfolg und es geht voll ab, oder man kriegt halt ganz schnell richtig hart auf die Fresse. Ne? So, jetzt fliegt uns leider die Ranger an. Finde ich nicht gut, Ranger. Ah, da ist unser Steuergetriebe rausgefallen. Man muss sich überlegen, heile ich es jetzt oder heile ich es nicht? Ich muss aber heilen, weil wir das Ruder ganz leicht rechts eingedreht hatten. Das heißt, wir würden dann der Derflinger unsere komplette Breitseite zeigen. Und das tut dann natürlich weh, ne? Und das wollen wir natürlich nicht. So, da ist noch der Train Leader mit seiner Iron Tube. Ja, jetzt hat er uns den Motor rausgeschossen. Das ist aber jetzt nicht ganz so wild. Also, Steuer ist da deutlich, deutlich schlimmer. Aber Vibirus hat auch nicht mehr viel. Da ist die Fahrergut.
Ah, kommen wir nochmal drauf. Ja, 800 Schaden. Ah, der Flinger kommt aber dann gleich wieder da hinten raus. Komm schon. 5, 4, 3, 2, 1. Gut, nachgeladen sind wir. 13 Sekunden noch für unseren kaputten Motor. Jawohl, der hat gesessen. 9000 Schaden. Ja, fast 10.000. Es könnten sogar 10.000 gewesen sein. Auf die Deflinger. Und unser Motor ist wieder aktiv. Sehr schön. So, da ist die Fahrergut. Ja, wir hätten jetzt eigentlich Reichweite mit der Secondary gehabt. Ne? Wir hätten jetzt wirklich mit der Secondary auf die Fahrergut schießen können. Das geht natürlich jetzt leider nicht, weil wir jetzt eben, ich glaube, nur 5 Kilometer Reichweite der Secondary haben. Ah, zack, nochmal 9000 auf die Deflinger. Wir müssen natürlich aufpassen, rechts von uns ist die Vibirus noch. Jawohl, Randy da geht auch nochmal auf die Fahrergut und nimmt sie auch Gott sei Dank raus. Sehr schön. Und der Flinger geht auch raus. Perfekt. Also ihr habt halt den Nachteil, dass ihr noch träger seid als vorher. Ihr seht's, ne? Also wir kommen hier wirklich mit Ach und Krach um die Ecke raus. So, da ist noch die Vibirus und wir müssen halt aufpassen, dahinter ist noch die Mexiko. Aber wir haben halt hier auch nochmal 4 Heals. Oh, da kommt sie. Da kommt sie. Zack, 8800 Schaden. Ah, der hat wehgetan. So, Secondary ist drauf. Secondary Modul ist aktiviert. Wir heilen uns hier auch nochmal. Falls wir sie jetzt nicht rauskriegen sollten. Zack, und die Virus ist raus. Ah, Mexiko ist auch fast raus. Perfekt. Ich denke mal, da wird sich jetzt Randy da drum kümmern. Ein wunderbares Schiff, ne? Also optisch finde ich sie einfach nur unfassbar geil. Ich hätte es halt cool gefunden, wenn wir die moderne Variante gekriegt hätten. Mit dem Dreibeinmast vorne. Jawohl. Und Mexiko ist auch raus. Ja, das Ding ist gewonnen. Das Ding ist gewonnen. Also es hat auf jeden Fall auch seine Vorteile, ne? Mit Genauigkeitsbild. Also man hat wirklich schon den krassen Unterschied gesehen, was die Streuung und die Granatengruppierung anging. Schadensoutput passt dann natürlich auch, weil die Granaten natürlich dann viel genauer in die Schiffe einschlagen. Also das kann man mit der Derflinger auch machen. Wie gesagt, Nachteil ist natürlich, dass man schneller brennt, wenn man flammierten Kanonier drin hat. Dass man langsamer ist und dass man noch schlechtere Ruderstellzeiten hat. Also man hat fast wirklich nur Nachteile, was die Wendigkeit angeht. Aber der Schadensoutput ist dann wirklich doch spürbar besser. So, da ist die Ranger. Mal gucken, vielleicht können wir der eine drücken. Das wäre natürlich geil. Ja, gerade die Granatkopierung, ne? Also das ist wirklich deutlich, deutlich besser. Zack, gibt's eine Zitadelle, so gehört sich das. Gibt's nochmal 14.000 ins Gesicht. So, 14 Sekunden nochmal. Können wir nochmal auf die Ranger schießen. Vielleicht können wir sie dann direkt rausnehmen. Das wäre geil. Dass die uns dann nicht mehr auf den Senkel geht. Jawohl, Randy da hat es verrissen. Und zack, vernichtender Schlag. Und die Ranger ist raus. So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Zack, haben wir einen Wassereinbruch. Und den habe ich jetzt noch nicht gelöscht. Weil ich ja wusste, dass die mich nochmal anfängt. Das solltet ihr auch machen. Wartet einfach nochmal kurz ab, dass ihr eben nicht, wenn ihr dann auf einmal repariert und die Torpedos dann nochmal kommen, ihr dann direkt wieder einen Wassereinbruch bekommt. Das ist deutlich kritischer, als wenn ihr kurz wartet. So, jetzt haben wir den zweiten. Jetzt haben wir es mal gelöscht. Da ich mir dachte, komm, jetzt noch 2 Flugzeuge. Klar, es ist auf der einen Seite nochmal übelst riskant, keine Frage. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir so, ich glaube nicht, dass der uns jetzt nochmal Wassereinbruch drücken wird. Ja, er hat jetzt auch hier ziemlich weit vorne
hingehalten, so dass die Torpedos wirklich in unseren Torpedoschutz reingeknackt sind. Also das ist wirklich in Ordnung. Und das war's auch. Also der kann uns jetzt Gott sei Dank nicht mehr anfliegen. Ja, auf die Marmelade kommen wir leider nicht mehr. Da sind leider zu viele Inseln im Weg. Trotzdem auch wieder 101.543 Schaden gemacht. Diesmal waren wir, wie gesagt, low tier sogar. Und wir konnten uns trotzdem gut behaupten. Also ihr seht, die Devlinger ist wirklich kein schlechtes Schiff. Ich mag sie echt gerne. Und gerade optisch einfach unfassbar geil. Sie ist allerdings auch das einzige Schiff in der Linie, das kein 360-Grad-Turm hat. Jawohl, und Marblehead ist auch raus. Ja, Freunde, das waren unsere zwei Runden von der Devlinger. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne eure Meinung unten in die Kommentare. 101.542 Schaden, 3 Zitas, 2 Schiffe versenkt, Platz 1 mit 2.221 Basis-CP und 229.308 Credits plus gefahren. Ja, Fazit zum Schluss, die Devlinger ist geil. Die Secondary ist noch nicht so geil, wie ich es mir gewünscht hätte, bin ich ganz ehrlich. Also von der bin ich leicht enttäuscht, aber trotzdem, ihr habt es gesehen, kann sie gut raushauen. Wenn ihr sie auf komplett Genauigkeitsskill fahrt, habt ihr auch gesehen, da ist die Streuung wirklich in Ordnung. Also da können wir uns dann nicht beklagen. Hat natürlich aber auch seine Nachteile. Ne? Gerade was die Manövrierfähigkeit angeht, was dann auch so ihre Schwäche von Haus aus ist, das wird halt nochmal verschlechtert. Ihr müsst selber entscheiden, was ihr lieber fahrt. Ich würde sie doch wieder eher auf Secondary Build fahren, obwohl das mir mit dem Hide auch Spaß gemacht hat. Ja, da würde ich glaube immer mal durchwechseln. Aber die Devlinger auf jeden Fall ein Schiff, wo man beides wirklich sehr, sehr gut fahren kann. Die anderen würde ich wirklich hauptsächlich nur mit Secondary Build fahren. Ja, Freunde, da würde ich noch meine Kanalmitglieder grüßen. Den Firsty 1979, Alpha Schwadron, Entschuldigung, Dima The Game, GameStar Play HD, Captain Kalle 1887, Andreas Schmidt, Panda Bear 98, Sully 112, Blitzkrieger 121, René XXX, Nico V8, Raymond HH, Spartan Wolf 70, Altbier King, Sirius 05 und TD Star. Vielen lieben Dank für euren Support und Freunde, ich würde sagen, sehen wir uns Mittwoch wieder mit der Mark Hensen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Bis dahin, euer Adlerwach. Macht's gut!